So, willkommen zu einem neuen TechView Vlog und es geht, wie ihr unschwer erkennen könnt, um BlackBerry, um zwei BlackBerry-Geräte, weil ich immer wieder Requests bekomme, also quasi Anforderungen bzw. Hinweise bekomme. Ich möchte einen Speedtest sehen, Speedtest, Speedtest. Und einige werden wissen oder haben es vielleicht schon gesehen, auf dem BlackBerry Base-Kanal gibt es ein paar BlackBerry Key 2-Videos und eines dieser Videos war ein Vergleich zwischen dem Key 2 und dem Key 1. Also dem linken mit dem rechten. Und die Kommentare, die ich bekommen habe, oder zumindest einige, die mich angeschrieben haben, haben gefragt oder wollten sehen, einen Geschwindigkeitsvergleich, ein Speed Comparison, so könnte man das auch nennen, zwischen diesen zwei Geräten. Also habe ich gedacht, okay, das ist so das Einfachste, was man aufnehmen kann, zwischendurch einfach mal kurz. Ein Geschwindigkeitsvergleich zwischen dem Key 2 und dem Key 1, wobei man hier ein bisschen was Spec-wise, ein bisschen was die Hardware in der Reihe vorstellen kann. Erstmal haben wir hier einen Snapdragon 660 im Key 2 mit 6 GB Arbeitsspeicher und hier im BlackBerry Key 1 Black Edition, das muss ich dazu sagen, weil es gibt auch die normale Edition, kommt ein Snapdragon 625er mit dem 4 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung, steht im Ganzen. So. Entsperren wir das Ganze, sehen wir das erste Mal, dass das Key 2 nicht entsperrt, nochmal. Entsperren wir das Ganze, sehen wir, ist das Key 2 schon mal schneller als das Key 1. Fangen wir zunächst einmal an mit ein paar Basisprogrammen. Beides läuft mit Android, beide haben keine Anwendungen im Speicher, außer vielleicht den Launcher selber. Fangen wir zunächst einmal an mit den jeweiligen Webbrowsern, die wir laden können. Ich sehe jetzt hier gerade, ich habe einen anderen Webbrowser auf dem Key 1 als auf dem Key 2. Also suche ich hier einfach mal nach dem Chrome-Browser und dann wollen wir mal einen Test machen und schauen, was denn als erstes lädt. 1, 2, 3. Und da sehen wir schon mal, das Key 2 war schneller. Hat jetzt hier in dem Fall eine andere Webseite geladen, macht nichts. Internetladezeiten, die möchte ich jetzt nicht vergleichen, weil die sind im gleichen WLAN und es macht auch wenig Sinn. Aber von der Ladezeit her sehen wir schon, der Browser auf der linken Seite am Key 2 lädt schneller als auf dem Key 1. Gehen wir zurück zum Home-Bildschirm und nehmen uns die nächste App vor. Was nehmen wir denn da? Ghost Commander sehe ich hier, haben beide oben auf den Screens drauf, also 1, 2, 3 und wieder sehen wir leichter Vorteil auf dem Key 2. Key 1 hat er sich noch verbunden mit einem Fremdrechner, das dürfte oder müsste beim Key 2 auch ähnlich sein. Naja, macht keinen großen Unterschied, was diese Ladezeit der App an sich angeht. So, den F-Droid wollen wir auch nochmal starten. Wer es nicht kennt, das ist ein alternativer Store zu Googles Play Store, wo Software im Grunde genommen von einer Open-Source-Quelle gebaut wird und dort reingeladen wird, also eine sehr sichere Variante. Und man findet dort sehr viel freie Software, die ich nur empfehlen kann. 1, 2, 3. Und hier auch wieder das Key 2 schneller als das Key 1. Ihr seht, das ist jetzt hier kein großer Unterschied in Sachen App-Startereien und so weiter und so fort. Ich weiß auch nicht, warum die Leute das immer wieder sehen wollen, aber ja, ich kriege halt die Requests. Kommen wir zu einer App, die immer ziemlich lang zum Starten braucht. Die ist gar nicht installiert hier drauf, eBay. Ich wollte eBay starten, weil hier ist sie drauf installiert. Aber naja, weichen wir aus auf Tusky. Tusky ist so ein Programm aus dem F-Droid. Das ist nämlich in dem Fall ein Mastodon-Client. Mastodon-Alternative zu Twitter und Co. 1, 2, 3. Und hier sehen wir, war das Key 1 sogar schneller als das Key 2, interessanterweise. Hat aber, na gut, hat jetzt eine andere Seite getan, aber ist es schon interessant gewesen, so, dass das jetzt schneller war. Was können wir noch machen? Ja, wir können natürlich auch noch das BBM laden oder nee, laden wir was anderes. Machen wir irgendwas anderes, was mehr Power braucht. Google Plus beispielsweise, 1, 2 und 3. Und dann sehen wir hier Key 2 wieder einen Ticken schneller, einen deutlichen Ticken schneller als das Key 1 jetzt, was irgendwie in einem Ladescreen von Google Plus hängen geblieben ist, aus irgendeinem Grund. Und ich habe irgendwie die Vermutung, dass das, weil das ziemlich lang lädt, dass das wahrscheinlich
dann sich ein Wolf lädt. Ne, da ist es jetzt. Hat es geladen. Das hat aber ziemlich lang gedauert. Keine Ahnung warum. Nun ja, also das Google Plus deutlich schneller auf dem Key 2. Ich drehe mal die Helligkeit ein bisschen runter hier auf dem Key 1, weil ich auf dem Display erkennen kann, dass es vielleicht ein bisschen zu hell ist, gerade bei weißen Hintergründen. Nehmen wir noch ein paar große Anwendungen, die man laden kann, wie beispielsweise 9gag, sehe ich hier zum Beispiel. 1, 2 und 3. Und da sehen wir hier auch wieder das Key 2 schneller als das Key 1. Auch keine deutliche Überraschung, dass natürlich dann auch die Bilder schneller geladen werden. Und hier fragt er mich jetzt hier noch nach irgendwelchen Ads und so weiter und so fort. Da möchte ich jetzt nicht zustimmen. So, was haben wir denn noch, was wir testen können? Twitter können wir testen. Da können wir eines dieser Features, die beide Geräte ja haben, ausnutzen, weil ich jetzt hier Twitter auf die Schnelle nicht sehe. Die T-Taste drücken. Und dann startet Twitter. Das ist geil, ne? 1, 2, 3. Und wir sehen hier wieder einen Ticken schneller beim Key 2 als beim Key 1. Ja, was haben wir noch? Was können wir noch starten? Wir können natürlich auch YouTube starten. Das ist bei beiden, glaube ich, die J-Taste. Die Y-Taste. Wie komme ich auf J? Ich weiß es nicht. Weil ich wahrscheinlich gerade die Anwendung J gesehen habe, deshalb hier oben. So, die Y-Taste, 1, 2, 3. Und wir sehen, YouTube startet wiederum auf dem Key 2 schneller als auf dem Key 1 und die laden also das gleiche Gedönse. Reddit ist auch so eine Sache. Ich glaube, es liegt bei beiden auf R. 1, 2, 3. Und ja, hier wieder links schneller als rechts. So, was haben wir noch? Wir haben Imager auf I. 1, 2, 3. Ziemlich gleich. Ein bisschen schneller hier auf dem Key 2 als auf dem Key 1. Das war es aber auch im Grunde genommen auch schon. Was haben wir noch? Wir haben Wall Heaven. Das ist jetzt auf keiner Taste. Das muss ich so drücken. 1, 2, 3. Wenn ihr also Wallpaper runterladen wollt, findet ihr sie hier. Und die starten tatsächlich, die Apps starten ziemlich gleich. Aber ihr seht, na gut, das Netz ist jetzt hier wahrscheinlich auf der linken Seite ein bisschen schneller als auf der rechten Seite. Zeigt auch unterschiedliche Wallpaper an. Für die Leute, die es nicht wissen, eine super geile Wallpaper-App, wo ihr dann schöne Wallpapers kostenlos herunterladen könnt. Für euer Smartphone, aber auch für euren PC. So, was haben wir denn noch? Wir haben VLC. 1, 2, 3. Und auch das startet, ja, ich weiß es nicht, wir müssen ja nochmal schauen. Ich meine, das Menü hier war schneller offen. Startet auch ein bisschen was vielleicht schneller auf dem Key 2. Wobei man natürlich sagen muss, auf dem Key 2 hat er eine ganze Bibliothek geladen, auf dem Key 1 nicht. Vielleicht liegt es auch daran. Nun ja, was haben wir noch, was wir testen können? Watchbox, habe ich das hier auch irgendwo installiert? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich das gar nicht hier drauf habe. Die Crackberry App, die können wir starten, wo ich die gerade sehe. Die liegt auf C. 1, 2, 3. Und da sehen wir, ups, da war auch hier schon wieder das Key 1. Einen kleinen Ticken schneller als das Key 2. Auch wenn das Key 2, ich glaube, zunächst die Animation angefangen hat. Aber schneller geladen war es dann jetzt. Netzwerkmäßig hier auf der linken Seite und rechts fehlen die Bilder. Keine Ahnung warum. So, was haben wir denn noch? Was können wir denn noch Großartiges starten und einen Geschwindigkeitstest drüber machen? Google Maps vielleicht, wo ich das kaum benutze, aber naja, 1, 2, 3. Und es sah mir gefühlt auch danach aus, als ob hier auf der rechten Seite das schneller da war und dann hat es hier irgendein anderen Zeugs geladen und ja, keine Ahnung, es wird halt ein paar rechtliche Dinge wahrscheinlich klären. Weil, wie gesagt, ich das Programm kaum nutze, deshalb wahrscheinlich. Was haben wir noch? Die Deutsche Bahn App, das ist ja auch so eine App, die der ein oder andere mal im Leben vielleicht mal genutzt hat, um eine Fahrkarte zu kaufen. DB Navigator 1, 2, 3.
Und sie war hier deutlich schneller auf dem Key 2 als auf dem Key 1. Also ich glaube, das Muster ist jetzt erkennbar. Auf dem Key 2 laden die Apps schneller als auf dem Key 1. Da muss ich euch jetzt noch den Multitasking-Test zeigen, den man so kennt. Einige werden wahrscheinlich nicht zufrieden sein, wenn ich es nicht mache. Was soll man da großartig sagen? Bei den wenigen Apps, die ich gestartet habe, erstens macht Android sowieso kein richtiges Multitasking und zweitens 4 GB Arbeitsspeicher reichen aus, um, was weiß ich, 12, 14, 16 Programme im Hintergrund laufen zu lassen oder in dieser Kachelansicht, die ich jetzt hier eingestellt habe, dann also nicht neu zu laden. Das ist natürlich dann bei 6 GB auch kein großer Unterschied und ich glaube, ich könnte alle Programme starten, die ich auf beiden Geräten habe und ich würde trotzdem nicht zu einem Reload kommen. Was zum Reload führen könnte, sind große Apps, also falls ihr da, große Games meine ich. Falls ihr da also Spiele habt, die ein paar Gigabyte groß sind, das kann dann durchaus schon vorkommen, weil die dann auch mehr Arbeitsspeicher benötigen, dass da ein Reload stattfindet. Ansonsten seht ihr hier alles butterweich. Was kann man dazu sagen? Eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn ihr zwischen zwei Apps hin und her wechseln wollt, dann werdet ihr etwas Interessantes sehen. Das passiert ja durch einen Doppeltipp auf die Multitasking-Ansicht oder den Verlaufsansicht. 1, 2, 3. Das hat jetzt nicht geklappt. Gehen wir nochmal raus und nochmal in die 9GB-App und dann nochmal 1, 2, 3. Dann seht ihr hier deutlich langsamer als auf dem Key One eine Animation. Ich hoffe, die in Zukunft noch irgendwie überarbeitet wird auf dem Key Two. Ihr seht hier sofortiger Wechsel. Hier ist es, da wird die Animation noch durchgeführt. Aus irgendeinem Grund. Hier sogar ultralahm jetzt. Und ja gut, hier auch, wenn ich zu langsam drücke, aber wenn ich schnell drücke, habe ich im Grunde genommen einen sofortigen Wechsel. So, das sind so die großen Unterschiede in Sachen Performance. Das heißt, in Sachen Performance werdet ihr, das Key 2 hat einen schnelleren Prozessor, muss auch dementsprechend dann auch ein bisschen was schneller sein. Arbeitsspeicher werdet ihr jetzt im Alltag nicht so viel mitkriegen, weil Spiele zocken darauf, große Gigabyteweise Spiele werdet ihr wahrscheinlich auch nicht machen. Es ist so eine Geschichte, wo ich sage, ja, mehr Arbeitsspeicher vielleicht in Zukunft schadet nicht. Nehme ich gern entgegen, aber nötig ist es nicht unbedingt. Und von der Geschwindigkeit habt ihr gesehen, ja, das Key 2 ist schneller als das Key 1, aber nicht so, dass es halt das Key 1 komplett in den Schatten stellen würde und dass man hier also minutenlang warten muss. Ich glaube, die Google Plus Anwendung war so eine Ausnahme der Regel. So, das ist mein kleiner Vergleich, Speed Comparison zwischen dem Key 2 und dem Key 1 in der Black Edition hier. Und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ansonsten Like geben, abonnieren und falls ihr noch mehr sehen wollt, ich mache natürlich noch mehr, ist ja kein Problem. Bis zum nächsten Mal.